Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren geilen Aufnahmesession von Saints Row 3. Ich wollte schon 2 sagen. Mit Marv zockt der mich hier gegen den Aua, ich bin tot. Du wolltest ganz Ninja-Style-mäßig irgendwie auf dem Auto surfen. Ich wurde angeschossen. Das ist nicht mehr feierlich. Lass mich mal einsteigen. Das ist nur ein Ninja-Kostüm. Ich kann deswegen keinen Kugeln ausweichen. Ja, weißt du, du hast doch Katana dabei. Oh, zack. Sehr skillig, gut gemacht. Also bist du gerade irgendwie Ninja-Adept oder so? Wie heißt es bei Naruto auch? Der Erste? Weißt du? Die erste Form noch bevor sie das Stirnband verliehen bekommen. Weißt du, so einer bist Nein, du? Nein, sicher nicht. Ich bin angesagt ohne Ende. Kleine Hupe oder so am besten. Was war das jetzt? Werden wir mit Molotov-Cocktails geworfen? Ich hab einfach einen nach hinten geworfen. Ja. Oh, you're playing chess again, aren't you? Yeah. Cojones, Pierce. Oh, hey, Cojones. We got something important to talk about. Otra vez! Oh Gott, wo fahren wir denn lang hier? Weiß ich auch nicht so. Werden wir beschossen? Ich hab bei mir beim Aufnahmeprogramm mittlerweile eingestellt, dass ich in 60... Oh, fuck. Ja. In 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen möchte. Saints läuft aber mit Aufnahme nicht in 60 Bildern pro Sekunde und das ruckelt so ganz leicht irgendwie gerade. Es kann auch sein, dass das bei dir in der Aufnahme nur so... Also, okay, du siehst deine Aufnahme nicht live, oder? Nee, also ich sehe das, was ich halt aufnehme live. Ja, und das ruckelt bei mir manchmal auch, das Video dann aber nicht. Ja, klar, das siehst du nicht mehr, wenn du das auf YouTube stellst. Das ist einfach, weil das, wenn zum Beispiel mein YouTube-Video in 30 Frames gerendert ist, und das jetzt hier im Moment mit 40 bis 50 Frames läuft. So, what's up? Heard back from Legally. Studio wants you to do a screen test for Gangsters in Space. No, fuck that. We're done being corporate whores. So who's win... What's that? Oh, fuck! Ach, ey, wir werden wieder angegriffen. Immer das Gleiche hier. Unser schönes Penthouse. Unser schöner Jet, glaube ich. God damn it. Oh, die Schachfiguren. The hell is going on? We gotta get down there. Ja, ich glaube auch. Wer geht down? Wir hätten uns vorher unser Superheldenkostüm anziehen sollen. Hab ich. Da habe ich, ey, ja. Buy to win DLC. Ich habe Oleg hier im Auto. Fahren geradeaus erst. We need locations. Ich sitze neben dir. So, du bist auch hier im Auto. Mhm. Oleg macht hier ganz schön Gewicht beim Lenken. Aber wie geil, dass man ihn hier durch die Gegend fährt. Weißt du, was lustig wäre, wenn er jetzt mal aussteigen würde, also nach hinten ans Auto noch so ein bisschen schiebt und dann wieder drauf springt, so als Turbo. Also, das ist Saints Row, das ist doch nicht unrealistisch. Ja, eben, der könnte jetzt mal Turbo anmachen. Ich möchte mal wissen, warum jetzt hier, wir haben schon wieder volle... Ja, weil hier richtig, hier müssen wir alles töten, alles. Alles. Wenn wir aussteigen, steigt Oleg, glaube ich, auch aus, deswegen hier raus. Dann geht's richtig ab. Na gut. Hier so eine... Zack, oh, der Eierknacker. Okay, sind wir gegen Bullen, oder? Also, wir sind ja gegen alle, aber, wer hilft uns in der Sekunde? Weil hier sind ja 3 Teams anwesend. Ich glaube, alle schießen auf uns. Also helfen die sich denen? Gehofft ist es nicht so. Nee, warte, die helfen sich nicht nur gegenseitig. Die eine hat jetzt gerade den anderen jetzt hier. Und dann muss ich jetzt irgendwie mit dem einen und dann... Oh. Was musst du mit dem einen? Yes. Das kannst du wunderbar der in eine Aufnahme sehen, was ich machen der muss. Der eine hat hier den anderen und dann muss ich... Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was hier für eine Party abgeht. Hört sich nach einem Centipede an. Sandwich Time. So, ich würde sagen, ich gehe einfach mal. Ich habe meinen Hai-Angriff hier nicht mehr. So. Da sind noch ein paar. Den? Oh nein, das große Auto da noch. Revive your homie! Ein Homie ist down! Welcher Homie denn? Abin, der... nee. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der maximal pigmentierte. Der Homeboy.
Ich bin gleich auch down, weil dieses Auto mit dem MG die ganze Zeit auf mich ballert und man aber irgendwie an den Fahrer nicht drankommt. Das ist ja frech. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, woran sowas liegt. Ist vielleicht ein Bug. Warum gibt's gepanzerte Autos, wenn es heißt Clear the Area? Schau mal, wer da hinten kommt. Oh, das ist ein anderer Oleg. Immer seine Brüder. Hallo, der. Boah, der kriegt den Park weg. Mach doch was, Mann. Auf. Ich bin nur ein Ninja und er ist ein Schwergewicht. Den kannst du nicht mal umfahren. Oh, aber Oleg hat ihn getackelt. Fall noch mal drauf. Er liegt noch am Boden hier. Jetzt. Oh, guck mal, jetzt können wir ihn da finishen. Ja, tu es aber auch. Mach ich doch, das ist eine lange Animation. Das ist ein riesen Gaudi. Das ist eine lange Animation, ich habe gar nichts gesehen. Ich nicht, das ist mit der Granate und so. Ne, habe ich nicht gesehen. Oh, jetzt hier noch einer. Homeboy. Die Musik ist so cool, gerade Klassik. So, du sitzt im Auto, ich höre gerade nichts. Mein iPod ist anscheinend alle. Oh, hier fliegen ganz schön viele Granaten. Was geht ab? Oh, hier kann wieder die ganze Bande. Wir müssen weiter übrigens. Wir haben die Area hier schon. Nimm mich mit und dann fahr los. Ja, dann komm. Ah, du fährst rückwärts weg. Oh. Oh, oh. Ich glaube, das ist ein Wagen, in den Oleg nicht einsteigen kann. Ey, wir brauchen das Oleg-Mobil. Wo ist das Oleg-Mobil? Da hinten. Hier, auf der rechten Seite. Hört man an unserer Musik. Hard gay. Steig ein, dann kommt Oleg Bolleg auch. Oh. Hat hier den Bombenteppich. Fuck. Was geht hier ab? Oleg! Oleg, schieb uns nicht weg, Oleg! Was Oleg, tut was er? Du denn? Er ist voll im Auto drin. Okay, fahr. Oh Gott, es brennt alles. Es ist ja oh, heißer Reifen. Oleg! Was ist mit Oleg passiert? Das hat ihn erwischt! Oleg, komm wieder rein hier! Du musst aufpassen, da sind Leute mit Raketenwerfern auf der Straße ja, unterwegs. Ich nehme extra einen anderen Weg. Ich kenne Abkürzung. Bin ich ja mal gespannt. Oh, das war gut. Das war vorher noch. Letzte Woche war das noch nicht hier. Als ich die Route geübt habe. Ja, in der letzten Folge. Ach, hier ist die Folge. Die erste Folge haben wir da gemacht in dieser Gasse. Also ich weiß nicht, wo du aufgewacht bist, aber ich war hier nicht. Damals war ich noch also hundertprozentig ich. Vor meiner OP. Oh, nein, unser Rad. Wir müssen darüber mit Oleg Bolleg. Na super. Ab geht die Post! Woo! Oh shit! Oh jo, was geht ab? Ja, skillig, schön! Oleg, ey, hätte doch mal sich da oben festhalten. Och, man, die Autos halten alle so viel mehr aus. Doch weg. Dadurch, dass Oleg hinten drauf ist, hast du auch so eine leicht eingeschränkte Sicht. Ich finde, anscheinend ist unser Auto wegen Oleg unkaputtbar. Das wäre doch schon gut. Gibt es das Wort noch? Unkaputtbar? Oh ja, komm, noch einmal. Jetzt aber mit mehr Schwung! Wow! Ja, das war gut. Und der Wagen qualmt schon. Quatsch. Ich hoffe, wir sind bald da. Wir sind da, um die nächste Area zu clearen. Hier geht's ab. Einfach rein in die Menge, in die Crowd, yo! Gehen wir Zeit aus. Ich hab leider ein Foto, mitten im Krieg. Da muss ich doch eins machen. Yo, hier, komm, lass uns mal ein Foto machen. Yo, kein Ding. Geil. Kein Problem. Hinter uns die ganze Action. Ich hab die Kamera auch so geil gedreht. So. Machen wir. Kein Ding. Nicht kein Ding. Für die Fans, der Saints. Das machen wir auch auf der Gamescom und so. Kein Problem. Weißt du, selbst wenn hinter uns irgendwie die Action ist, drehen wir uns um. Helfen den Fans. Er schon wieder, ey. Er ist, ja, ein, er ist ein bisschen schwach auf der Brust, der Kollege. Irgendwie blitzt das hier schon wieder alles. Sind die wieder die unterwegs? Oh, nee, was ist denn du für eine Kanone? Die aus der. So. Aus dem Virus-Level. Irgendwie habe ich die nicht. Boah, was geht ab hier? Brr.
Okay, jetzt fängt an rot zu leuchten. Rotes Leuchten ist nicht gut. Bei dir oder beim Gegner? Ja, bei mir. Ich stehe ja immer in der Menge. Wir brauchen ja so ein Auto mit Knarre oben drauf und dann... Dann hole ich uns was eins. Nein, Revive für Homie. Wir müssen den Homeboy... Jetzt wieder dran. Wahrscheinlich wieder er, ja. Hebst du ihn auf? Nee. Ja, ich steig grad aus, doch. Ich bin schon da. Nein, ich muss hier erstmal einen Bullfrog machen. Bullfrog. Ich mach jetzt hier einen Triple Backflip. Oh, direkt an den Granaten vorbei. Hier ist ein Chopperfahrer durchgefahren, ey. Okay, ein bisschen noch, dann haben wir die Area hier geklärt. Um den. Kommen Sie mit Laserbeams! Panzer! Panzer? Panzer, ja, auch der Panzer ist noch unser Gegner. Oh. Mach ihn aber nicht kaputt! Ja, er röstet mich! Oh. Ich bin down! Oh. Ich liege blutend hinter dir auf der Straße. Rette mich tot. Du musst mich retten, sonst ist die Mission zu Ende. Oh, ich bin auch tot. Noch nicht. Doch. Ich bin in so einer Bug-Animation jetzt drin. Ich habe versucht, den Typen von hinten aus dem Panzer zu schießen, damit er dich nicht mehr abknallen kann, aber irgendwie war der ziemlich immun. Ja, der Panzer, wenn der anfängt zu rösten. Gut durchgeröstet. Ist immer so eine Sache. Okay, die eine ist trotzdem sicher. Die lieben Abonnenten schreiben immer unter das Video, dass man irgendwie, wenn man eine bestimmte Waffe sehr lange benutzt, dass man irgendwann die Munition aufbessern kann und sowas. Ja, wir können die ja Waffen ja schon upgraden, das haben wir auch noch nicht gemacht. Im Waffenstore oder wo? Ja, ja. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nach der Mission dann mal hin. Weil dann ist die ganze Geschichte hier ein bisschen actionreicher, glaube ich. Brennt Kugeln und so. Dann ist es einfacher wieder. Ja. Aber dann können wir die Leute anzünden, gegen die wir kämpfen. Mit heißen Argumenten. Ist da ein Flugzeug abgestürzt? Krass. Sieht schon cool aus. Ach, die andere Area ist auch safe. Also müssen wir es einfach nur weiter jetzt hier zur nächsten, oder was? Wieso? Wir haben erst eine sicher. Drei sind's. Ach so, okay. Dann ist es doch die gleiche. Wir fahren jetzt zur selben. Jetzt gewesen. Jetzt kommt eine doppelte Jump. Ja, genauso skillig wie beim letzten Mal. Sind wir gleich da. Mit welcher Waffe kämpfe ich denn? Der Haiwerfer wäre halt nicht schlecht, aber der ist weg. Da stürzt auch ein Flugzeug ab. Genau auf dem Dach gelandet gerade. Und kaputt gegangen. Ärgerlich. Mit welcher Waffe kämpfen wir hier am besten? Ich hab vergessen, mich auf unsichtbar zu stellen. Nicht nur du. Oh, hier explodiert alles, ey. Die Waffen haben so wenig Munition. Du brauchst so viele, um diese Typen abzuschießen. Oh, fahr mich nicht um! Ich fahr doch gar nicht. Ja, ich rede auch hier mit dem... Ey, der hat mich aus dem Panzer geholt hier. Du hast einen Panzer? Nein, ich hatte so ein gepanzertes Auto. Hi, für Homie. Stop. Was, wo ist er? Der übliche. Hast du ihn? Ja, ja. Sieger. Da ich jetzt auch fast sterbe, muss ich schnell mal wieder in ein Auto springen. Okay, ich habe mit dem Auto Oleg gerammt und bin aus der Windschutzscheibe geflogen, weil Oleg so massiv ist. Der hat ein Kreuz, der Mann, ne? Das ist ein Brocken. Ein Brocken.